Autohaus Dokic in Germaringen vereint das Beste aus zwei Marken, Hyundai und Nissan. Direkt an der B12. Es freut sich auf Sie, Familie Dokic mit Team. Starke Gewitter und viel Regen haben heute die schwüle Hitze vertrieben. Die Sonne hat heute pausiert und das tun Sie vielleicht jetzt auch. Der Abend eignet sich besonders gut für einen Sofaabend mit Allgäu TV und mit diesen Themen. Vom Einzelhandel bis zum Restaurant Sonthofer Innenstadt soll lebendiger werden. Nützling gegen Schädling, wie eine Wespe der Retter des Apfelbaums werden könnte. Und Circus and Ice, Oberstdorfer Schüler stellen Eislaufshow auf die Beine. Die Aussichten, das Wochenende wird schön mit leichten Wolken und warmen Temperaturen. Die chinesische Wollhandkrabbe, der amerikanische Ochsenfrosch oder die asiatische Hornisse. Bei diesen Tieren sagt schon der Name, dass sie eigentlich nicht von hier kommen. In unseren Regionen eigentlich nicht vorkommen. Eigentlich, in der Realität ist Deutschland voll von solchen invasiven Arten. Sie siedeln sich hier an, vermehren sich und gefährden die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Im Landkreis Lindau macht eine solche Art gerade den Obstbäuerinnen und Obstbauern große Sorgen. Die marmorierte Baumwanze. Eine Idee, sie zu bekämpfen, die gibt es bereits. Sie birgt jedoch auch Risiken. Die marmorierte Baumwanze. Sie fällt auf dieser Aufnahme nicht zufällig über einen Apfel her. Sie liebt Obst, ist deshalb bei den Obstbauern verhasst. Hier an der Versuchsstation für Obstbau in Schlachters schafft man ihnen im Klimakühlschrank eine möglichst angenehme und paarungsfreundliche Atmosphäre. Aber warum wird der Schädling hier gezüchtet? Diese Wanzen sind eingewandert. Die kommen hier natürlich nicht vor, sondern kommen aus Ostasien, sind hier eingewandert und verursachen eben großen Schaden. Und bislang gibt es dazu noch keine Pflanzenschutzmittel, keine geeigneten, keine wirksamen Mittel dagegen. Und dort in Asien gibt es einen Gegenspieler, der vorkommt, die Samurai-Schlupfwespe. Und die ist eben hier jetzt in der Region auch gefunden worden. Und man wartet, beziehungsweise die ist im benachbarten Bundesland Baden-Württemberg gefunden worden. Man bewartet jetzt hier auch, dass die hier auch auftaucht, weil das ja eben nicht so weit ist, diese Distanz, und versucht, die eben auch zu monitoren. Für den Schädling Baumwanze wird also der Gegenspieler Wespe gesucht. Und da kommen die Eier der Baumwanze ins Spiel. Da die Wespe in der Region um die Versuchsstation noch nicht nachgewiesen ist, hofft man sie anzulocken, und zwar mit den Eiern der Baumwanze. Denn die Wespe legt ihre Eier am liebsten in die der Baumwanze und hält so ganz nebenbei die Wanzenpopulation im Zaum. Kommt die Wespe, sind sozusagen wieder natürliche Verhältnisse hergestellt, da die Wanze wieder ihren traditionellen Gegenspieler hat. Der erste Schritt in der Ansiedlung und eventuellen Nutzung der Wespe ist aber nun erstmal ihr Nachweis. Wenn uns das gelingt, in den Obstanlagen diesen Nützling zu finden und darzustellen, dass er jetzt hier langsam heimisch wird, dann ist die Chance gegeben, diesen Nützling auch züchten zu lassen und dann im Grunde als Helfer gezielt bei dem Überschreiten der Schadschwelle eben einsetzen zu können. Die Wespe könnte dann in Anlagen gezielt gegen die Wanze ausgebracht und eingesetzt werden. Ob die Wespe selbst an einer anderen Stelle dann wieder ein Ungleichgewicht erzeugt, ist Stand heute allerdings noch unklar. Das ist bislang noch nicht erforscht und das ist auch sicherlich noch Gegenstand der Forschung und was auch noch eben, da muss man noch Antworten für finden. Ja? Man kann auf jeden Fall nicht auf Teufel komm raus. Man weiß, da hat man einen Gegenspieler und ihn einfach ausbringen. Man muss auf jeden Fall auch wissen, welchen Schaden dieser Gegenspieler potenziell ausrichten kann. Also da muss man schon auch gucken, dass man da eben nicht einen weiteren Schaden mit verursacht. Ja. Sollte die Wespe hier ohnehin bald heimisch sein, erscheint es jedoch durchaus sinnvoll, sie dann auch gezielt gegen die Wanze einzusetzen. Die kommenden Monate und Jahre hier werden zeigen, ob der Nützling auftaucht und beim Kampf gegen den Schädling hilft. Schädling und Nützling im Gleichgewicht halten und gleichzeitig die Biodiversität wahren, das geht auf Obstbauanlagen auch im ganz Kleinen.
Am Rand der Versuchsstation testet Lars Lehmberg die Wirkung von Blühstreifen. Sie ziehen so manches Insekt an. Zum einen natürlich Bestäuber, die hierher kommen und dann den Nektar aus den Blüten nehmen, aber auch Nützlinge, die angelockt werden, wie zum Beispiel Schwebfliegen, die dann ihre Larven dann wiederum in der Anlage ablegen und die Larven fressen dann die Schädlinge. Also so hat man da eigentlich eine Win-Win-Situation. Denn die Fläche hilft zum einen den Insekten, die wiederum helfen dann dem Obstbau bei der Bestäubung und dem Kampf gegen Schädlinge. Am Ende dieses Forschungsprojekts könnte eine Art Anleitung stehen, welche Biodiversitätselemente wie Blühstreifen, Insektenhotels oder Steinhaufen wo Sinn machen und wo nicht. Fest steht, gute Biodiversitätskonzepte bilden oft auch einen guten Schutz gegen ungebetene Gäste und der wird in Zukunft immer wichtiger. Denn die Baumwanze wird mit Sicherheit nicht der letzte ungebetene Gast bleiben. Wenn eine Stadt auf einen Schlag 2500 Kaufkräfte verliert, hat das spürbare Auswirkungen auf die Wirtschaft. In Sonthofen ist genau das passiert. Die Bundeswehr hat über die letzten Jahre Dienstposten abgezogen. Um das wirtschaftliche Defizit auszugleichen, gibt es jetzt den Masterplan Innenstadt. Was es damit auf sich hat, jetzt die Details. Sonthofen hat große Pläne. Konkret geht es um die Innenstadt. Darüber wurde heute in einer Sitzung gesprochen. In der Stadt hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Laut Christian Wilhelm, Sonthofens ersten Bürgermeister, unter anderem auch wegen Corona. Wir haben aber natürlich auch in Sonthofen spezielle Themen, wie beispielsweise, dass die Bundeswehr damals abgezogen ist, natürlich auch Strukturveränderungen gebracht hat. Und das sind für uns schon erstmal die großen Themen, die einfach es erforderlich machen, Dinge neu zu bewerten. Und wir müssen da neu denken. Parallel dazu kam natürlich auch die Entwicklung der Innenstädte im Allgemeinen, der Onlinehandel, der stärker geworden ist. Der Onlinehandel hat bereits für ca. 8% Verluste in Sonthofen gesorgt. Zudem stellt Kempten als zentral gelegene Stadt nahe Sonthofen auch eine Konkurrenz dar. Die sei allerdings nicht bedrohlich, da Sonthofen viele inhabergeführte Fachgeschäfte habe, so Bürgermeister Wilhelm. Um den sogenannten Masterplan Innenstadt zu realisieren, wurde eine Lenkungsgruppe gegründet. Die tagt heute zum ersten Mal und soll verschiedene Interessengruppen vertreten. Das eine mag die einzelnen Bereiche der Plätze beispielsweise sein, Händler vor Ort, die dort tätig sind, einen Input geben. Es ist aber auch zum Beispiel die Mobilität, die eine Rolle spielt. Also es wird eine Gruppe vielleicht Mobilität geben. Es gibt vielleicht auch eine Gruppe der kunstnahen Menschen, die auch solche Themen in der Innenstadt natürlich auch beleuchten müssen. Was macht Kunst und Kulturveranstaltungen in der Innenstadt? Die Mitglieder beraten dann über grundsätzliche Entscheidungen und kritische Fragen. Die endgültige Entscheidung liegt aber dann beim Stadtrat. Somit soll die Lenkungsgruppe ein Scharnier zwischen Politik und der Bürgerbeteiligung bilden. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, wird die Gruppe von Gabriele Ostertag und Dr. Gino Meyer der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung über den aktuellen Stand informiert. Die GMA wurde von der Stadt beauftragt. Dr. Gino Meyer sieht in Sonthofen Potenzial. Das ist sehr vielfältig, insbesondere im Einzelhandel glaube ich, dass es in Sonthofen eigentlich nichts gibt, was man nicht kaufen kann oder wo man dringend woanders hinfahren müsste. Das heißt, wir kommen hier schon auf einer sehr hohen Qualität an und müssen bestrebt sein, diese Qualität auch zu erhalten. Ziel ist es nicht nur, den vorhandenen Einzelhandel attraktiver zu machen, sondern die Innenstadt auch mit neuen Geschäften zu beleben. Denn hier in Sonthofen gibt es rund 4% Leerstände, die sollen künftig besser genutzt werden. Bereits damit angefangen hat David Sange unabhängig vom Projekt. In diesem Gebäude war früher eine Apotheke, die wegen Personalmangel schließen musste. Nachdem es einige Zeit leer stand, hat er sich dazu entschieden, darin einen Superfood-Laden zu eröffnen. Damit will der 22-Jährige auch die Jugend in die Innenstadt locken. Bürgermeister Christian Wilhelm begrüßt das, ebenso wie weitere Veränderungen, die derzeit bereits laufen. Wir bauen gerade ein Mobilitätszentrum an einer Spange, wir bauen gerade einen Almanenplatz neu. Wir haben ein Hotel, das sich stark erweitert in der Innenstadt konkret und wir haben das Museum, Alpenstadtmuseum im Kulturviertel, das auch erst seit einem Jahr existiert und das wird Dinge verändern. Und immer wenn man etwas verändert, löst es an anderer Stelle oder vielleicht auch an zwei, drei anderen Stellen andere Herausforderungen aus. Und um das gesamt in eine Struktur, in einen Guss zu kriegen, ist es für mich unerlässlich, dass man diesen Masterplan entwickelt. Der Masterplan soll bis Ende diesen Jahres fertig sein. Bis dahin wird die Lenkungsgruppe noch dreimal tagen. Der nächste Termin soll ein Stadtspaziergang im Juli sein. Die
Die Nerven liegen ein bisschen blank, jetzt so kurz vor Beginn des G7-Gipfels in Garmisch-Partenkirchen. Wir haben ja schon über die Kontrollen am Grenztunnel Füssen berichtet. Sie werden genauso wie an anderen Grenzübergängen am Wochenende zu Behinderungen führen. Ziel der zahlreichen Kontrollen ist es, gewaltbereite Demonstranten abzuhalten oder abzuschrecken. Für Lastwagen und Sattelzüge über 7,5 Tonnen gilt auf der Fernpassstraße ab dem 25. bis zum 28. Juni ein Fahrverbot. Der Grenztunnel Füssen darf nicht befahren werden. Wenn Sie Ausflüge, Wanderungen oder Radtouren planen am Wochenende, bei denen Sie über eine Landesgrenze gehen, dann informieren Sie sich bitte vorher, ob die entsprechenden Strecken freigegeben sind. Dasselbe gilt für den Bereich um Garmisch-Partenkirchen. Außerdem sollten Sie einen Ausweis dabei haben. Während des G7-Gipfels gilt außerdem hier im Allgäu ein Flugverbot für Sportflugzeuge sowie für Drachen- und Gleitschirmflieger. Der normale Flugverkehr ist nicht betroffen. Noch mehr Kurznachrichten und die Wetteraussichten für unser Wochenende, die gibt es jetzt in Kompakt. Gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Traditionell, innovativ und nachhaltig. Seit über 60 Jahren. Bei uns bekommen Sie professionelle Kundenbetreuung und alle Dienstleistungen rund um das Thema Mobilität aus einer Hand. Reisacher. Ein gutes Gefühl. Darf man nach dem Essen sofort ins Wasser? Wie oft sollte man sich eincremen? Hilft Quark wirklich gegen Sonnenbrand? Sicherlich haben Sie schon diese Bademythen gehört, aber was stimmt wirklich? Wir klären auf. Samstag, 17.45 Uhr auf RTL Bayern. Seit 50 Jahren Verbundenheit mit unserer Region. Wir feiern 50 Jahre Zack mit Musik, Informationen, Kinderprogramm, kulinarischen Highlights und vielem mehr. Besuchen Sie unsere Technikshow am 25. Juni von 11 bis 17 Uhr im Müllheizkraftwerk in Kempten. Wer sind Sie? Ich bin doch deine Tochter. Ich kann nicht schlafen. Ich bleibe an deinem Bett, Mama. Ich hab's nicht mehr zum Klo geschafft. Ich kümmere mich darum, Papa. Ich will nicht ins Heim. Du bleibst bei mir, mein Schatz. Nächstenpflege braucht Kraft und Unterstützung. Der VdK Bayern hilft bei Fragen zur Pflege. Jetzt VdK-Mitglied werden. www.vdk-bayern.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Und nun die Kurznachrichten. Die Kemptener Kripo bearbeitet derzeit eine Einbruchserie von 12 Fällen im Landkreis Oberallgäu. Die Einbrüche ereigneten sich innerhalb von 2 Nächten vom 21. bis 23. Juni. 8 verschiedene Gemeinden und Städte sind betroffen. Die Täter brachen überwiegend in Firmen ein und erbeuteten jeweils einen Wert zwischen 500 und 2000 Euro. Unter anderem war auch ein Seniorenzentrum in Durach betroffen. Die Kripo Kempten hat die Spurensicherung übernommen und überprüft derzeit, ob Zusammenhänge bestehen. Aufgrund der Häufung der Taten sei das wahrscheinlich, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Antrag für Dorferneuerungsprogramm gestellt. Die Gemeinde Rettenberg hat einen Antrag für die Aufnahme in ein Dorferneuerungsprogramm beim Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach gestellt. Mit dem Ratsentscheid im Februar zur Fortführung der Planungen einer Ortsumfahrung wurde nun der Grundstein für die weiteren Planungen dieses Großprojekts gesetzt. Im Rahmen der vielen Jahre der Vorplanung war klar geworden, dass es mit der Entscheidungsfindung parallel ein Dorferneuerungsprogramm geben muss. In diesem Prozess soll vor allem auch der Bevölkerung viel Raum gegeben werden, in die Dorfentwicklung mit einzusteigen. Neben den Planungen der Ortsumfahrung soll im Ort auch künftig der Einzelhandel attraktiver gestaltet werden. Neben der Straßenführung und dem Einzelhandel will die Gemeinde Rettenberg sich auch für eine Sanierung des Schulgebäudes sowie der Sport- und Freizeitanlage einsetzen. Auch Belange des Klima- und Hochwasserschutzes gilt es anzugehen.
Ehrenzeichenverleihung in Memmingen. Für besondere Verdienste im Ehrenamt ist Elisabeth Mantlik aus dem Unterallgäu vom bayerischen Ministerpräsident Markus Söder geehrt worden. Gestern wurde ihr das Ehrenzeichen in feierlicher Runde übergeben. Das ist ein schönes Gefühl. Normalerweise rechnet man ja nicht so damit, aber es ist wichtig, also jetzt nicht für mich dieser Preis, sondern ich meine, dass es so wichtig ist, dass das Ehrenamt mehr geschätzt wird, dass es auch gefördert wird und dass es auch gefordert wird. Ich bin der Meinung, man sollte und könnte von allen Bürgern, die halbwegs gesund sind, ein bisschen was einfordern. Zum Wohl des Ganzen und zum Wohl unserer Gesellschaft. Letztendlich zum Wohl für unseren inneren Frieden und Zusammenhalt. Elisabeth Mantlik engagiert sich seit 38 Jahren für ehrenamtliche Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen. Sie war als Chefin vor Gericht und in der staatlichen Schwangeren- und Familienberatungsstelle sowie in vielen kirchlichen Ehrenamten tätig. Oberbürgermeister Manfred Schilder schätzt dieses Engagement sehr. Elisabeth Mantlik hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur im Memminger Pfarrgemeinderat betätigt, sondern war von dort aus auch jahrelang im Dekanatsrat der Katholiken in Augsburg aktiv und wurde als dessen Vertreterin in das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gewählt. Digitaltag in Kempten. Heute gab es anlässlich des bundesweiten Digitaltags am Hildegardplatz in Kempten einen Stand der Smart City Kempten in Zusammenarbeit mit Athenecom, ein Partner der Bundesregierung. Vor Ort konnten sich Bürgerinnen und Bürger über Themen zur Digitalisierung informieren und diverse digitale Geräte ausprobieren. Viele Bürger kennen das auch von ihrem Berufsleben, dass das einfach heute selbstverständlich ist. Und so ist es auch bei der Verwaltung. Natürlich sind wir auch schon digital, aber Digitalisierung wird sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten so stark entwickeln, dass es uns einfach viele, viele neue Möglichkeiten gibt, ja, die Stadt zu beschreiben und zu verstehen und auch den Politikern und den Bürgern verständlich zu machen. Und dies hilft uns bei den Entscheidungen, die wir treffen müssen, um einfach den Herausforderungen der Zukunft besser begegnen zu können. Rund 17,5 Millionen Euro stehen der Stadt Kempten als Budget für Digitalisierung und das Projekt Smart City Kempten zur Verfügung. 65% davon werden vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert. Somit ist es das größte Förderprogramm, an dem die Stadt Kempten bisher teilgenommen hat. Soweit die Nachrichten aus der Region. Jetzt noch der Blick auf das Wochenendwetter. Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte und Sonnenschutzplissés. Heute Nacht wird es überwiegend bewölkt. Im Ostallgäu kann es zu Regenschauern kommen, in den restlichen Regionen bleibt es trocken. Die Werte liegen bei um die 14 Grad. Trocken und überwiegend sonnig starten wir morgen in den Samstag. Mit Temperaturen bis zu 22 Grad bleibt es mild. Im Laufe des Tages ändert sich kaum etwas, es bleibt weiterhin sonnig mit einzelnen Wolken. Die Temperaturen steigen am Nachmittag nochmal an, 24 Grad an der Spitze. Ausflüge in die Berge bieten sich am Wochenende gut an. Es wird teils sonnig, teils bewölkt. Am Tegelberg zeigt sich die Sonne eher seltener. Es wird bewölkt. Mit 5 Grad wird es am Nebelhorn am kühlsten und am Gründen dagegen mit 19 Grad recht mild. Der Sonntag bringt wieder etwas mehr Sonnenschein und sommerliche Temperaturen von bis zu 24 Grad. Zum Wochenstart gibt es einen Mix aus wenig Sonne, Regen und einigen Wolken. Die Werte liegen hier bei 27 Grad. Am Dienstag etwas stärkerer Regen bei 25 Grad und wenigen Sonnenstunden. Es klingt schon eher nach einer Großstadt wie New York oder Los Angeles, wenn man von Kriminalität auf den Straßen, von Ghettobildung und Bandenkrieg spricht. Doch auch bei uns im Allgäu sind solche Themen präsent. Der Kemptener Stadtteil Tingers galt Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre als sozialer Brennpunkt. Immer wieder eskalierte die Gewalt dort, zum Beispiel auch zwischen russischen und türkischen Gruppierungen. Heute, über 20 Jahre später, hat sich der Stadtteil gewandelt. Gemeinschaft und Kultur statt Schlägerei und Gewalt. Das ganze Wochenende feiert der Stadtteil sich selbst und seine neue Identität. Kempten Tingers. Einst eskalierte die Gewalt hier immer wieder so sehr, dass einzelne Streifenwagen der Polizei sich gar nicht mehr ins Problemviertel hineintrauten. Russische und türkische Banden bekriegen sich, Gewalt ist allgegenwärtig.
20 Jahre später. Nicht nur der Blick in den Bürgerpark Tingers zeigt, der Stadtteil hat sich komplett gewandelt. Auf dem Fußballplatz spielen Kids verschiedenster Nationen zusammen, Anwohner schlendern gemütlich umher. Ein Grund für die neue Identität ist die enge Gemeinschaft, die hier in den letzten Jahren entstanden ist. Mit Festen wie dem Tingersfest sind die Menschen enger zusammengerückt und konnten Konflikte überwinden. Das Fest hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass sich die MitbürgerInnen hier begegnen können, dass sie Kontakte schließen können. Und von dem her war es früher eigentlich sogar so, dass eigentlich die unterschiedlichen Nationalitäten Speisen selber mitbringen konnten. Und dann hat man das untereinander geteilt und miteinander gegessen. Das war natürlich von der Atmosphäre her eine ganz andere Geschichte. Jetzt darf man es leider nicht mehr wegen Corona. Man darf also nicht mehr privat kochen und die Sachen mitbringen und verteilen. Und von dem her ist es jetzt vom Charakter her ein bisschen anders. Aber wir hoffen trotzdem durch ein buntes, vielfältiges Programm und auch eben die ganze Organisation, dass es hinbekommen, dass möglichst viele Menschen daran teilnehmen. Das Fest ist dabei nur eines von etlichen Elementen, mit denen der Verein Icarus Tingers das neue Selbstgefühl des Stadtteils mitgestaltet hat. Jeden Freitag findet hier zum Beispiel ein Bürgerladen statt. Günstige Lebensmittel dank ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Auch das stärkt die Gemeinschaft. Ich habe noch nie mal was gehört, dass jemand was Russisch-Deutsch oder Türkisch oder nein. Und bei uns in Tingers überhaupt ist alles Ruhe, alles Frieden und nee. Ganz gut. Ich kann nichts sagen, nee. Hand in Hand arbeitet man beim Second-Hand-Laden des Vereins zusammen. Wir haben eine türkische Dame hier am Tisch. Und nachdem ihr Mann gestorben ist, kam sie zum Verein Icarus Tingers und hat Kontakte gefunden, so mit uns Frauen, zuerst über ein Frauenfrühstück. Und inzwischen arbeitet sie schon seit 5 Jahren hier bei uns im Laden mit. Auch äußerlich hat sich der Stadtteil gewandelt. Letzten Herbst eröffnet die Sozialbau hier das höchste Holzhochhaus im Allgäu. Die 7 Stockwerke lassen Tingers glänzen. Inzwischen ist Tingers auf dem besten Weg, der Trendstadtteil von Kempten zu werden. Jetzt ist es vom Prinzip her so, dass viele Menschen eigentlich schon nach Tingers ziehen wollen, wo früher eigentlich viele weggezogen sind und sagen, das ist hier so schön geworden im Tingers. Die Sozialbau hat viel dazu beigetragen mit der Renovierung der ganzen Hochhäuser und hier die Parkflächen angelegt. Und das merkt man einfach, dass die Leute wesentlich zufriedener, ausgeglichener sind und auch verstehen, dass es hier um ein tolerantes Zusammenleben geht. Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Die Bühne wird heute Vormittag schon fleißig aufgebaut. Beim diesjährigen Tingersfest sind unter anderem Musikevents, Spiele und ein Flohmarkt geplant. Natürlich gibt es auch, ganz nach Tradition, jede Menge Leckereien. Morgen erwartet der Verein bis zu 600 Menschen, die dann einmal mehr den Wandel ihres Stadtteils zusammen feiern wollen. Das Gymnasium in Oberstdorf hat nicht nur viele schlaue Köpfe, sondern vor allem auch viele junge Athleten in den Klassen sitzen. Der Wintersport ist natürlich ein Schwerpunkt in Deutschlands südlichstem Gymnasium. Was die Schülerinnen und Schüler alles können, zeigen sie zum Beispiel in der Sport- und Kunstshow Rhythm on Ice. Das Motto diesmal ist Zirkus. Und in die Manege, da geht's gleich. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Das größte Radcenter im Allgäu. Eine Riesenauswahl an Bikes und Zubehör, individuelle Fachberatung und besten Service. Gibt's bei Heiß. Das Radcenter. Wo sonst?
Wir suchen Verstärkung. Wir suchen Sie. Werden Sie Teil unseres Mediaberaterteams im Rundfunkhaus in Kempten. Wir planen und helfen bei der Umsetzung von TV-, Radio- und Internetwerbekampagnen für unsere Bestandskunden und überzeugen neue Kunden von unseren Leistungen. Dabei treffen Sie Kunden vor Ort, nehmen im Homeoffice an Telemeetings teil und arbeiten in unseren Büros in Kempten. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz sowie eine interessante, leistungsgerechte Vergütung. Neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich jetzt im Rundfunkhaus in Kempten. Waffen Bär. Das Haus für Jagd, Sportwaffen, Jagd- und Trachtenmode. Der Spezialist für Ferngläser und Outdoorartikel. Große Auswahl und persönliche Beratung sind unsere Stärke. Waffen Bär. Der Boden einer Zirkusmanege ist grundsätzlich mit Sägespänen bedeckt. Aber geht es auch anders? Ja, mit Circus on Ice touren seit vielen Jahren Artisten durch die Welt und führen ihre Kunststücke auf Eis vor. Beim berühmten Circus on Ice ist der Untergrund aber kein echtes, sondern Kunststoffeis. Anders war das bei der Aufführung gestern Abend in der Eishalle Oberstdorf. Diese fand unter dem Motto Circus and Ice auf echtem Eis statt und wurde komplett vom Oberstdorfer Gymnasium geplant und umgesetzt. Wir waren vor Ort und haben uns das eiskalte Spektakel angesehen. Mit dem Lied The Greatest Show aus dem Zirkusfilm The Greatest Showman wurde gestern Abend die vierte Auflage der Eisrevue Ribbon on Ice in der Oberstdorfer Eishalle eröffnet. Damit war vielen Zuschauern wohl gleich klar, in welche Richtung die Show gehen wird. Circus and Ice war das Motto, das sich die Schüler des Gertrud-von-Lefort-Gymnasiums gemeinsam mit ihrem Lehrer Thomas Müller überlegt hatten. Wie das Motto schon verrät, wurden den Abend über zahlreiche bekannte Zirkuselemente wie Clowns oder auch eine Seiltänzerin von der Manege aufs Eis gebracht. Circus and Ice war die Idee, dass wir einfach eine Geschichte auch erzählen. Und zwar ist es die Geschichte von einem ziemlich chaotischen Zirkus. Und wir erleben in der Schule oftmals viel Chaos. Und das Chaos steht am Anfang von Schöpfung. Und wir haben überlegt, ob wir 7 Tage dazu brauchen, die Schöpfung irgendwie zur Ordnung zu bringen oder wie viele Tage. Das wollten wir mal testen. Und das Ergebnis von diesem Chaos am Anfang zu einem Zirkus, der dann auch irgendwo geordnet abläuft, den wollen wir heute Abend zeigen. Sämtliche Jahrgangsstufen des Oberstdorfer Gymnasiums waren nicht nur an der Planung der Veranstaltung beteiligt, sondern auch fleißig auf dem Eis unterwegs. Die einen auf Kufen, die anderen dann doch lieber in Turnschuhen. So wie auch Serafim Schömer. Der 12-Jährige hatte seinen großen Auftritt als Zirkusdirektor und führte das Publikum durch den Abend. Laut ihm ist Circus and Ice etwas ganz Besonderes, das es so noch nicht gegeben hat. Naja, ich denke vielleicht auch dieses Zusammenspiel, gerade aus Eiskunstlauf, dieser tollen Musik und auch dem Theaterspiel, ist einfach eine einmalige Kombination. Ein ganzes Jahr Vorbereitung liegt hinter Thomas Müller und seinen Schülern. Es musste die passende Musik gefunden, Texte entwickelt und am Schluss alles zusammengefügt werden. Auch nach so einer langen Probenzeit lief kurz vor der Veranstaltung noch nicht alles glatt, verrät uns Schülerin Ida Fritz. Also heute war Generalprobe und da haben sie schon viel mit dem Chor werkeln müssen, weil der Chor hat halt, dann stand wieder jemand falsch, dann haben sie wieder irgendwie den Schluss verschmissen, haben sie wieder den Anfang nicht gescheit hinkriegt und so. Und ja, dann hat man halt nicht mehr so viel Zeit für die Texte von uns jetzt, aber es war, die Vorbereitung war schon gut. Neben den Schülern waren auch Eiskunstlaufpaare und Einzelsportler bei Circus and Ice dabei. Sie übernahmen den Großteil der Showacts auf der Eisfläche. Wir werden die deutschen Meister Jennifer Janse von Rendsburg, Benjamin Stefan, die Drittplatzierten der deutschen Meisterschaft Lara Luft, Maximilian Pfisterer sehen, dann die Junioren-Weltmeisterschaft-Teilnehmer, die mit ihrem 5. Platz als bestes europäisches Paar hervorragend abgeschnitten haben, Daria Krim, Michael Sawicki und ja, alle Kadersportler, die auf der Schule sind und hier am Stützpunkt trainieren, viele Meisterschaftsteilnehmer, deutsche Junioren Grand Prix und bis runter zu den Minis vom ECO. Die Einnahmen der Veranstaltung fließen zum einen in die Kostendeckung des Abends und zum anderen in Instrumente und Sportgeräte für die Schule. Aber vielleicht wird ja auch ein bisschen was zur Seite gelegt, um nächstes Jahr wieder eine große Show aufs Eis bringen zu können.
Ein schöner Ausklang für den Freitag. Freuen Sie sich jetzt auf ein sonniges Wochenende, auf den Wochenrückblick morgen und am Sonntag mit mir und die aktuelle Sendung am Montag mit Boris Weltermann. Autohaus Dokic in Germaringen vereint das Beste aus zwei Marken, Hyundai und Nissan, direkt an der B12. Es freut sich auf Sie, Familie Dokic mit Team.